Salzburger Festspiele 1987. Festival de Salzbourg 1987. Salzburg Festival 1987. Aus dem großen Festspielhaus überträgt der österreichische Rundfunk gemeinsam in Hörfunk und Fernsehen die Oper Don Giovanni. Dramma giocoso in zwei Akten von Lorenzo da Ponte. Musik Wolfgang Amadeus Mozart. Es spielen die Wiener Philharmoniker. Dirigent Herbert von Karajan. Durch die Sendung führt Karl Löbel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im großen Festspielhaus zu Salzburg. Das österreichische Fernsehen und das Hörfunkprogramm des ORF übertragen heute Abend Don Giovanni von Mozart von den Salzburger Festspielen 1987. Ganz besonders herzlich begrüße ich selbstverständlich die ausländischen Musikfreunde, vor allem die Zuschauer des zweiten deutschen Fernsehens und die Zuhörer des Programms Bayern 4. Zunächst vielleicht die Besetzung der heutigen Aufführung. Don Giovanni, Samuel Remy. Il Commendatore, Pater Gucholazzo. Donja Anna, seine Tochter, Anna Tomova-Sintow. Don Ottavio, ihr Bräutigam, Gösta Winberg. Donja Elvira, Dame aus Burgos, von Don Giovanni verlassen, Julia Varadi. Leporello, Diener des Don Giovanni, Ferruccio Furlanetto. Masetto, ein junger Bauer, Alexander Malta. Und Zerlina, eine junge Bäuerin, Kathleen Battle. Es spielen, wie Sie schon hören konnten, die Wiener Philharmoniker, musikalische Leitung Herbert von Karajan. Es singt die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Die Ausstattung, nämlich Bühnenbild und Kostüme, ist von Mauro Pagano, Regie Michael Hampe. Diese Produktion, die Sie heute sehen können, die hatte ihre Premiere bereits bei den Osterfestspielen dieses Jahres. Damals spielten die Berliner Philharmoniker. Jetzt ist diese Aufführung in das Programm der Sommerfestspiele übernommen, in gleicher Besetzung, mit gleichem Leading Team. Allerdings mit den Wiener Philharmonikern im Orchestergraben. Dieser Don Giovanni, den Sie heute sehen können, der feiert in diesem Jahr übrigens seinen 200. Geburtstag, nicht der Darsteller der Titelrolle, sondern die Figur an sich, beziehungsweise wie Mozart sie erschaffen hat. Am 29. Oktober 1787 hatte diese Oper in Prag ihre Premiere und es scheint uns heute fast unfassbar, dass Mozart erst zu Beginn dieses Jahres den Auftrag zur Komposition dieser Oper erhalten hatte. Sein Figaro hatte nämlich in Prag einen solchen Publikumserfolg, dass der Impresario des Prager Nationaltheaters von Mozart ein neues Stück wollte. Innerhalb eines halben Jahres waren der Stoff gefunden, das Libretto geschrieben, die Komposition vollendet und die Aufführung einstudiert. Bei der Uraufführung stand Mozart selbst am Dirigentenpult. Die Überlieferung behauptet, ein anderer Don Juan, nämlich der italienische Lebemann Casanova, sei bei dieser Uraufführung im Publikum gewesen. Und nun, vor Beginn des ersten Aktes, dessen Handlung. Ihr Schauplatz ist die spanische Stadt Sevilla. Leporello, der Diener des Don Giovanni, muss wieder einmal die Zeit totschlagen. Im Hause des Komtours wartet er auf seinen Herrn. Der befindet sich im Obergeschoss und wir ahnen,
Er ist in Liebessachen unterwegs. Alsbald stürzt Don Giovanni mit einer Dame heraus. Es ist Doña Anna. Halb flieht sie vor dem maskierten Kavalier, halb verfolgt sie ihn. Verwirrung der Gefühle scheint zu dominieren. Da tritt ihr Vater auf. Der Komtur stellt Don Giovanni zur Rede. Es kommt zum Duell. Der alte Mann fällt und stirbt. Doña Anna kehrt zurück. Sie hat Hilfe geholt, findet nur den toten Vater vor. Der Mörder und sein Diener haben sich eilig entfernt. Don Ottavio, der Bräutigam Doña Annas, schwört ihr, die Tat zu rächen. Nach dieser starken ersten Szene, die Don Giovannis Zügellosigkeit und Skrupellosigkeit mehr betont als seinen Charme, sehen wir in der Folge, wie sich der Verführer in anderen Situationen verhält. Doña Elvira, eine der zahlreichen von ihm verlassenen Geliebten, denunziert er zunächst als Verrückte. Zerline, ein Bauernmädchen, versucht er ihrem Bräutigam abspenstig zu machen. Mittlerweile ist Doña Anna, nach neuerlichem Zusammentreffen mit Don Giovanni, überzeugt, den Mörder ihres Vaters wiedererkannt zu haben. Sie, ihr Bräutigam und Doña Elvira besuchen ein Fest, das Don Giovanni auf seinem Schloss gibt. Dort versucht der Frauenheld, Zerlina in sein Schlafgemach zu locken. Als dies nicht gelingt und die Anwesenden auf ihn eindringen, entzieht er sich seiner Bestrafung wieder einmal durch Flucht.